Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte The White Farm. Wir spielen im Livestream gemütlich auf dieser Karte und plaudern dabei. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. So, schauen wir doch mal. Ich habe noch gar keinen Überblick, welche Traktoren wir haben. Einen John Deere habe ich schon gesehen. Da ist, glaube ich, na, da waren wir noch gar nicht. Ah ja, hier ist leer. Auch okay. Gut, haben wir noch Platz. Vielleicht hüpfe ich einfach mal von Fahrzeug zu Fahrzeug. Das könnten wir bei Gelegenheit auch mal putzen. Das ist der John Deere. Ja, der fährt immerhin so mittelschnell. Ah, und der ist, glaube ich, unser schnellster Traktor. Dann nehmen wir den. Und räumen den Frontlader irgendwo in eine unauffällige Ecke. So. Gut. Jawohl. Und dann gucken wir mal, wie wir zum Fahrzeughändler kommen. Oh, Timo, du hast dir am Anfang die Traktoren verkauft und hast meinen neuen Lieblingsfend geholt. Das ist auch eine gute Idee. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal die vorhandenen Sachen benutzen, soweit ich mit denen klarkomme. Und dann so nach und nach umrüsten. Ich glaube, mein neuer Lieblingsfend, der... Ja, der muss inzwischen auch fast überall hin. Da unten ist der Fahrzeughändler. Gut. Da ist es ja einfach hinzukommen. Sehr gut. Hallo, Commander Rapp, sei gegrüßt. Ich spiele auf der The White Farm vom Kalle. Und hallo, der LS22-Spieler. Oh, und David, du bist früher auf der Wolle der frisch geschorenen Schafe gelegen. Das ist ja cool. So... Ich glaube, ich fühle mich hier ganz wohl auf der Karte. Auf dem Hof muss ich mich noch so ein bisschen orientieren, bis ich mal weiß, wo alles ist. Aber der gefällt mir ansonsten auch sehr gut. Ist auch nicht zu eng. Und dass man da mit dem Mähdrescher mit vorgeschnalltem Schneidwerk quer durch den Hof fahren konnte, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ah, LS22-Spieler, du willst wissen, wie viele Folgen das große Let's Play haben wird. Ja, eine Frage, auf die ich sonst immer sage, keine Ahnung, mal sehen. Und jetzt muss ich, ich glaube, ich muss hier oben rum. Und ausnahmsweise habe ich das bei diesem Let's Play aber schon so ungefähr im Hinterkopf, wie viele es haben wird. Weil ich will, dass das fängt übernächste Woche an und ich will etwa 3 Folgen pro Woche machen. Und es wird aufhören, wenn das Premium Pack rauskommt, weil dann ziehe ich nach Zilonka um. Und darum weiß ich, wann es anfängt und wann es endet. Das sind dann so ungefähr 36 Folgen. Und in der Zeit will ich einiges erreichen. Also muss ich mich da sputen. Damit ich dann... Ich bin ja die gleiche, die bei der
auf dem Mühlenkreis Mittelland ohne Geld gestartet hat. Und dann habe ich jetzt ja bei Horsch diese Schulung gemacht oder dieses Praktikum. Und ja, jetzt werde ich da sowas wie Geschäftsführerin auf der Karpatenlandschaft in meinem großen Let's Play. Groß vor allem, weil der Hof so riesig ist. Und ja, und dann will ich mich auf Zilonka selbstständig machen. Mit meinem eigenen Hof, der dann am Anfang natürlich eher klein ist. Das ist so der Plan. Und das bin dann immer die gleiche virtuelle Ich sozusagen. Sonst bin ich ja immer wieder eine andere bei jedem Let's Play. Aber diesmal ist es anders. Hallo Quixel, du fragst, was eigentlich aus meiner eigenen Karte geworden ist. Ich nehme an, du meinst nicht die Hinterland, denn die ist ja schon draußen. Die Wunzig, an der arbeite ich gerade ganz eifrig, aber die wird wohl auch noch einige Monate dauern. Ich komme zwar gut voran, aber von Fertigstellung ist die leider noch sehr weit entfernt. Ja, und dann arbeite ich auch noch an der amerikanischen Karte. Und da werde ich dann im Herbst wieder weiter dran rumwerkeln. Aber die wird erst fertig, nachdem die Wunzig fertig ist. Und LS22-Spieler, du fragst, ob ich auf der Zilonka ein Let's Play machen werde. Ja, ganz klar, da mache ich ein Let's Play. Also da würde ich wohl so oder so ein Let's Play machen. Und ich habe mir halt auch schon ausgedacht, dass diejenige ich, die in Kürze in der Karpatenlandschaft anfängt, dass die dann auch auf Zilonka sich einen kleinen Hof selber aufbaut. Also da weiß ich im Prinzip dann auch schon, was ich da spielen will. So, jetzt kaufen wir ein bisschen Schweinefutter, damit die Schweine auch was zu fressen kriegen. Ich guck mal, ob ich das schnell genug stoppen kann. Ja, das ist ganz gut. Ein winziger Klacks. Und LS22-Spieler, du fragst, ob du das nachspielen kannst. Ja, gerne kannst du das nachspielen. So, wo sind sie denn, die Schweine? Ich glaube, dort sind sie. Und da lädt man das Futter ab. Oje, oje. Da muss ich rückwärts reinfahren, oder? Ich guck mal. Ah nee, man kann auch durchfahren. Gut. Dann ist die Welt ja in Ordnung. Dann komme ich von da hinten. Oh, und Luis Otto, du meinst, ich könnte auch mal wieder einen Let's Map Stream machen? Ja, hätte ich, glaube ich, auch mal wieder Lust. Mache ich früher oder später mal wieder. Ich denke, wenn ich mal was hab, was sich zum für einen Stream eignet. So. Ja, da kommt man sogar durch und rein. Jetzt laden wir mal. Ne, jetzt laden wir ab. Und LS22-Spieler, du meinst, ich brauche etwas mehr Futter. Das sind jetzt erstmal 3000 Liter. Es soll nur für einen Anfang sein. Ich will das Schweinefutter ja selbst produzieren, zum Beispiel bei den Resten von der Mehlherstellung und so. Da werden wir dann wahrscheinlich ab dem nächsten Tag ordentlich selbst produzierte Schweinefutter haben.
Und wenn es bis dahin nicht ausreicht, dann kaufe ich noch mal was nach. So, und Knecht Atri, du fragst, ob du wegen der Premium Edition bei MMOGA was schreiben darfst. Keine Ahnung, was ist MMOGA? Und Carlos, Hallöchen, du sagst, welche Schweindel hätten es gerne? Gucken wir mal, ob wir die braunen oder die hellen wollen. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Farben. Dann kann man sich die auswählen. Nee, sind alles nett gescheckte, lustige. Oh, und die kriegen dann alle Babys. Das sind alles Erwachsene. 1, 2, 3, 4. Nochmal 4, 8 Stück. Mal gucken, wie viel in den Stall reinpassen. Da würden wir dann in 4 Monaten die absolute Schweineschwemme kriegen. Wo ist der Trigger? Ach, da ist die Pfote. Ja, toll. Da habe ich direkt nebendran gestanden. So. 150. Naja. 8 Schweinderl, die jeweils im Schnitt so 8 kriegen. Dann haben wir danach 64 Ferkelchen. Das wird ganz ordentlich. Hallo, Georg Ziller, sei gegrüßt. Oder Görg Ziller. Das ist ja was anderes als Georg. Und LS22 Spiele, du meinst, Schweine lohnen sich fast nicht. Die lohnen sich normalerweise fast nicht, das ist richtig. Aber wenn man meine Farmproduktion benutzt, die könnten wir ja auch gleich mal aufbauen. Und da Mehl drin macht oder Öl oder was auch immer, dann kriegt man Schweinefutter als Abfall. Und dann lohnt sich das. Also alles, was praktisch überschüssig ist, wenn man, ja, sagen wir mal, doppelt so viel Raps reintun muss, wie dann am Schluss an Öl rauskommt, ist der Rest Schweinefutter. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Da kann man einige Schweine satt machen. Und wenn man dann noch den Jungtiere-Mod hat, dann kriegt man auch viele Babys. Also viele Ferkel. Ich glaube, ich ebne das jetzt erstmal ein, weil das scheint mir doch ein bisschen zu schräg. Und dann macht es schon Sinn mit den Schweinen. Und auch Spaß, weil die irgendwie so niedlich sind, finde ich. So, machen wir mal von hier ausgehend. Ich hoffe ja, das passt dann irgendwie. Am besten für beide Gebäude. So, gucken wir mal. Oh, wird nicht ganz passen, weil hier ist es so an der Seite so hoch. Dann gucke ich mal, ob man vielleicht den Zaun abreißen kann. Na? Anscheinend nicht. Weiß jemand, ob man hier die Zäune abreißen kann? Na, bisschen näher. Nee, sieht nicht so aus. Na, das hier wieder deaktivieren. Ich guck mal. Zur Not packe ich die getrennt irgendwie hin, die Farmproduktion. Ist das hier schon eben? So, jetzt gucke ich mal, was ich hier alles verpasst habe. Hallo Thomas, sei gegrüßt. Ah, Knecht Atri, du meinst, bei MMOGA gibt's was zu kaufen, Thema Premium Edition.
Ja, ich glaube, so ganz kapiere ich immer noch nicht, was du willst. Willst du hier Werbung machen oder so? Das will ich wohl eher nicht. Und Thomas, du schreibst, wird die Wunzig vielleicht die erste Modkarte für den LS25? Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe ganz doll, dass nicht. Also die soll wenigstens dieses Jahr noch fertig werden. Es wäre schrecklich, wenn die nicht dieses Jahr noch fertig werden würde. Da würde ich, glaube ich, verzweifeln. Ich will aber für den LS25 dann schon nächstes Jahr frühzeitig eine vorbereiten, damit ich dann schneller dran bin, dass ich dann schnell eine erste Modkarte für den LS25 habe. So, jetzt gucke ich erst nochmal, ob ich noch einen zweiten Platz finde. Hier vielleicht könnte man hier noch eins hinstellen. Ja, das müsste wahrscheinlich gehen. Jetzt gucke ich hier erstmal. Ach, ich habe hier auch noch den zweiten Platz von der vom zweiten Gülle-Dings. Mal kurz überlegen. Hier sind die Kühe. Ja, und dort die Schweine. Das nimmt sich also nicht viel. Aber vielleicht würde ich dann hier eher die Farmbedarfsproduktion hinsetzen. Die da. Die passt hier auch ganz gut hin, so im Vorbeifahren. Jawohl. Und dann gucken wir mal hier oben. Ah, und Timo, du schreibst, die Zäune haben keine Kolli. Stimmt, wenn die keine Kolli haben, kann man sie auch nicht abreißen. Das ist eigentlich logisch, weil man ja auch nirgendwo erfolgreich hinklicken kann. So, hier müssen wir uns mal um diese Kraterlandschaft kümmern. Und da wird es dann mit dem Abliefern auch nicht so ganz einfach. Aber ich denke mal, das kriegen wir so hin, dass man da hier zwischen so reinfahren kann. So. Ah, und ich könnte eigentlich ja mal gucken, ob ich das als weißes Gebäude hinkriegen kann. Ob ich da eine weiße Variante habe. Ja, das hätte ich beim anderen natürlich auch machen können. Nun ja, verpasst. So. Ja, ich denke mal, das geht halbwegs. Tja, wenn ich eines Tages dann mal reich bin und mich hier das Braune stört, dann kann ich das ja immer noch ändern. Und irgendwann kann ich hier auch mal Gras hinmalen. Mache ich das gleich? Nee, das wird wieder ein Vermögen kosten. Das mache ich irgendwann, wenn ich mal reicher bin. So. Ah, Carlos, du schreibst, MMOGA ist ein Keyseller. Jo, also ich denke mal, dann lieber nicht hier irgendwie. Ich verzichte ja sogar selber darauf, meine Werbung für das Premium-Pack hier ständig reinzuposten, weil ich denke, dass es stört, wenn ich ständig darauf hinweise, hey Leute, könnt ihr mit meinem Code bitte die Premium-Version kaufen? Natürlich freue ich mich sehr, wenn das jemand tut, aber ich will das nicht ständig hier promoten. Und dann will ich auch eher nicht, dass andere dann für sich selber irgendwie was promoten. Und Thorsten, du fragst, ob ich den Standard-Wasseranschluss
Standard-Wasserfass-Anhänger mit mehr Kapazität machen könnte. Im Prinzip habe ich das schon. Die Sache ist halt die, vielleicht ist das aus deiner Sicht nicht der Standard-Wasseranhänger. Also aus meiner Sicht ist der Standard-Wasseranhänger dieser hier. Die anderen sind auch erst später gekommen und die sind mir zu popelig und zu klein. Und den habe ich mit 200.000 Liter gemoddet. So, jetzt begrüße ich erstmal Dark Typhoon. Sei gegrüßt. Und ja, Thomas, das ist normal. Diese Unstimmigkeit mit dem Flüssigkeitsanhänger, die liegt daran, dass du mit Fülllimit arbeitest. Wenn man mit Fülllimit arbeitet, dann funktionieren diese Erweiterungen der Kapazität nicht. Das heißt, wenn du gerne ja, mit Cheat-Größen arbeitest, musst du das Fülllimit abschalten. Und LS22-Spieler, du schreibst, Kühe lohnen sich mehr. Ja, Kühe lohnen sich auf alle Fälle mehr. Und aber mit unter bestimmten Umständen lohnen sich auch Schweine halbwegs. Und ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn ich so ein bisschen Vielfalt habe. Also ich mag Höfe, wo ich Kühe und Schweine und am liebsten noch Pferde und Schafe. Muss ich mal gucken, ob es hier auch einen Schafstall gibt. Ich habe auch gerne Schafe. Jetzt fahren wir hier mal zum anderen Feld. Ich glaube, da müssen wir da oben rum durch den Hof. Ich guck mal. Wir könnten es auch mal hier unten rum versuchen. Um den See rumfahren. Mal gucken. So, und der David will noch nicht ins Bett. Er schaut noch zu und es sind ja Ferien. Ja, bisschen machen wir noch. Und es sind ja Ferien. Ausnahmsweise. Alle Augen zudrücken. Oh, hier ist kein so ein offizieller Weg. Aber wenn man sich durchmogelt, geht's. So. Ja, da muss man hier immer ziemlich präzise drunter gehen. Helfer, warum lieferst du uns nichts? Stehen wir nicht gut genug drunter? Anscheinend nicht. Der ist ja richtig schwierig, dieser Anhänger. Na komm. Sehr merkwürdig. Ich steig mal in den Mähdrescher ein. So, vielleicht geht's dann besser. Zur Not muss ich mit meinem Anhänger kommen. Ach, das ist was anderes. Okay. Ich dachte zwar, es wäre auf beiden Feldern Weizen, aber ich nehme an, es ist was anderes. Da habe ich nicht so aufgepasst. Ja, das ist Gerste. Okay, dann ist klar, dass es nicht klappt. So, dann hole ich jetzt mal meinen neu gekauften Anhänger, weil den kann man problemlos nehmen. Und Thorsten, du meinst den großen nach dem Joskin? Gucken wir mal, welchen du meinst. Diesen hier, na, groß ist der nicht, der ist klein. Und es ist ein Drehschemel. Darum habe ich den genommen, weil das ist kein Drehschemel. Ich denke mal, bis ich einen Drehschemel-Flüssigkeitsanhänger in mein TARDIS-Mod übernehme, würde ich wahrscheinlich noch 5 bis 10 andere Sachen da einbauen.
Die Wunschliste ist nämlich sehr lang und ich selber verspüre keinerlei Drang, einen Drehschemel-Anhänger da reinzubauen, weil ich benutze den äußerst ungern, auch wenn der schön silbern glänzt. Und der, den ich gemacht habe, mit dem kann man ja Milch und praktisch alle Flüssigkeiten auch transportieren. Oh, hallo, The Real Ungeschminkt, Hallöchen. So, und David wundert sich, wie schnell ich laufen kann. Ja, ich habe die Cheat-Konsole aktiviert. Das brauche ich zum Testen und so. Die sorgt auch dafür, dass ich hier mit einer Spezialtaste so komische Schrift hier aktivieren kann und dann kann ich Befehle geben, ich kann damit auch fliegen und so. Und wenn man die aktiviert hat, diese Cheat-Konsole, dann rennt man automatisch super schnell. Das ist dann da automatisch mit eingebaut. Und da habe ich auch mal ein Video gemacht, wie man das einrichtet. Es ist nicht sehr schwer, aber man muss sich ein bisschen mit dem Computer auskennen. Das ist in meinem Video über Geldcheaten für Fortgeschrittene. Ah, Somerset, du hast schon geschrieben, da ist Gerste drin. Ja. Oh, und LS22-Spieler, du musst um 3:30 schon aufstehen. Na, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf gut aus. Ah, und Thomas, du hast es auch gemerkt, dass da schon anderes Getreide drin ist. So. Da liefere ich jetzt nach Möglichkeit was bei den Hühnern ab. Und der Rest kommt in die Produktion. Da machen wir Brot. So. Ob ich hier mit meinem Riesengeschoss was abladen kann. Ja, eher nicht. Na, dann komme ich da später mit dem anderen Anhänger vorbei. Ich finde ihn zwar irgendwie sehr cool, den LKW, und der passt ja auch zur amerikanischen Karte, aber ich glaube, meistens ist der mir eher zu groß. Und Carlos, die TARDISe sehen gar nicht aus wie Telefonzellen. Ja, das stimmt, aber sie sind innen größer als außen. Und ich finde, das ist das Wichtigste am TARDIS. So, also auch an dem Telefonzellen-TARDIS. Wie werde ich das hier jetzt los? Mal gucken, vielleicht muss man da speziell Abkippseite hier abladen. Muss man da nicht vielleicht irgendwas umschalten? Abdeckung schließen. Ah, Abkippseite vorne. Okay, gut. Jetzt hat. Ah, Thomas, das ist natürlich eine plausible Erklärung. Die TARDIS-Ladewagen sehen deshalb nicht aus wie eine Telefonzelle, weil der Chamäleon-Chip durchgebrannt ist. Ja. Oh, gute Nacht, David. Mach's gut, schlaf gut und träum was Schönes. Ach so, Thomas, bei der Telefonzelle ist er durchgebrannt. Das leuchtet ein. Ja, stimmt. Hallo Sniper, grüß dich. So, jetzt werde ich den einfach wieder einparken.
Ich glaube, bis wir da mal irgendwie gigantische Mengen auf weite Strecken transportieren müssen, werde ich eher den normalen Anhänger nehmen. Das sieht man schon, ich bin eher so die Kleinbäuerin. Na, das wird so nix. So. Das geht schon besser. Na? Oi, 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 das ist aber dicht am Rand. Hoffentlich komme ich da wieder raus. Wir fahren mal gleich mal wieder raus, um noch besser drin zu stehen. Jetzt ist das Unglück schon passiert. So, das müssten wir noch besser hinkriegen. So. Nein. Fahren wir lieber noch ein bisschen. Wenn ich mit meinem normalen Auto in unseren Hof fahre, dann muss ich auch immer so fein justieren. Glücklicherweise habe ich eine Rückfahrkamera. Ohne die wäre ich aufgeschmissen. It's me, du machst Schluss für heute. Und morgen wird ein früher und anstrengender Tag. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf dich gut aus, damit du morgen gut Kraft hast. Und Luis Sotto, du meinst mit dem 200.000 Liter Anhänger? Genau, mit meinem kleinen 200.000 Liter Anhänger. Ganz genau. Ich denke mal, ich werde dann auch mal allmählich hier Schluss machen. Und es gibt ja noch viel zu tun. Das heißt, dann haben wir auch nächstes Mal viel zu tun. Mir macht's hier gerade viel Spaß auf der Karte. Und ich denke, ich möchte nächstes Mal hier auch wieder spielen. Dass ich hier einfach noch eine Weile weiterspiele auf der White Farm, bis sich eine neue Karte auftut, auf der wir mit Begeisterung spielen. Oh! David ist voll begeistert und will jetzt immer zuschauen. Na, dann musst du deine Eltern und Opa fragen und vielleicht auch noch die Oma. Von mir aus darfst du gerne immer zuschauen. Jo, schlaf gut, David. So, hier sind sie noch fleißig am Arbeiten. Und dann schauen wir mal. Wir könnten mal den LS Focus wieder reden. Den haben wir schon eine Weile nicht geredet. Und der kommt öfters mal bei uns vorbei. So, mit dieser Folge sind wir am Ende dieses Livestream-Replays angekommen. Ich freue mich schon auf den nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!